herzlich willkommen zu der ersten Runde von Let's Test und heute ein Let's Test Horror, nämlich Slender, The Eight Pages. Ja, es ist eigentlich ein recht bekanntes Horror-Freeware-Spiel und ja, ich habe gedacht, das mache ich gleich mal als erstes hier als Let's Test. Und ja, es werden wahrscheinlich sehr viele Leute kennen, aber vielleicht auch einige Leute, die es nicht so kennen, würde ich einfach nochmal ein paar Dinge erläutern, was es so eigentlich in dem Spiel geht. Ja, man ist ganz alleine in einem Wald nachts mit einer Taschenlampe und man muss versuchen, 8 Seiten, also 8 Pages oder 8 Pages zu finden, auf dem irgendwas geschrieben steht. Aber das wäre alles noch ganz einfach. Nämlich Nachtsgeister, das Slenderman rum. Der Mann ohne Gesicht. Ja, und dem sollte man wirklich versuchen, aus dem Weg zu gehen. Weil das doch böse enden kann. Und ja. Ich würde sagen, wir gucken uns gleich mal die Credits an. Game Designer Programming, Mark J. Hadley. Music and Sound, Mark J. Hadley. Models, Paul Cano. Universal Image, VIS Games, Bofi Developers, Unity Technology. Thanks for playing. Ja, im Übrigen ist dies auch in Englisch, das Spiel. So, und ich finde, wir sollten langsam mal das Spiel beginnen. Wir haben lange jetzt schon in einem heißen Brei herumgeredet. Scheiße, ich bin eigentlich so der Horrorspieler. Aber ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ich habe das noch nicht sehr ausgetestet. Ich weiß noch ungefähr, um was es geht. Und Start Game. Prosec Productions. Presents. Slender. The Eight Pages. Collect all 8 pages. Ja, wir sind hier jetzt im Wald angekommen. Würde mal sagen, wir gehen einfach mal hier lang. Ja, die Taschenlampe hat einen Akku. Oder eine Batterie. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und ich teste noch mal ganz kurz. Ja, das Rennen geht. Da sehen wir aber schlechter. Ja, und ich würde sagen, wir gehen einfach jetzt mal hier irgendwo hin. Ich hoffe mal nicht, dass ich mich schlecht zu Tode erschrecke hier. Alter, lauf weiter. Da vorne ist ein Blatt. Und die Schwierigkeit sollte sich ja auch ein bisschen erhöhen. Help me. Pages 1 von 8. Boah, scheiße, ich habe jetzt langsam irgendwie ein bisschen Schiss. Boah, scheiße, warum habe ich mir das nur als letztes Test ausgesucht? Da vorne ist irgendwas, ein Auto, ein Volvo, wie es aussieht. Ich gehe lieber zurück. Boah, scheiße. Warum nur? Und die Frage, die sich allen stellt, warum sind wir hier? Wir sind wahrscheinlich bei einer Party nachts nach Hause gekommen. Wenn man wenigstens eine Minimap hätte, mit der man wüsste, wo der Slenderman ist.
Wir sind wahrscheinlich nachts von einer Party gekommen und wollten eine Abkürzung nehmen. Oder alle Freunde müssen in eine andere Richtung. Und nur wir und diese. Und scheiße, bin ich aufgeregt. Vor allem, weil die Taschenlampe absolut nichts hergibt. Und ich glaube, der Akku wird langsam schwach. Und ich habe langsam ganz schön Schiss. Und ich werde auf gar keinen Fall alle 8 Seiten finden. Das bin ich mir jetzt schon sicher. Gehen wir doch mal in diese Richtung jetzt. Und ich bin total aufgeregt. Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Oder waren das doch nur Bäume? Boah. Warum ist es nicht Tag? Warum nicht? Und die Musik. Scheiße. Nee, hier ist er nicht. Ich finde irgendwie die Seiten nicht. Aber ich glaube, es gibt zum Glück auch bloß 1 Slenderman und nicht 5. Wir gehen mal hier weiter. Wir folgen einfach mal dem Weg. Oh, Scheiße. Entschuldigen, dass ich jetzt so leise bin, aber mal im Ernst. Macht ihr das mal. Privat aufnehmen geht vielleicht noch. Aber auf gar keinen Fall als Aufnahme. Oh, Scheiße. Ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt schon nach du Scheiße gesagt habe. Aber es wird sicherlich nicht die einzigen bleiben. Ich gehe einfach mal hier weiter. Was ist hier? Irgendwelche Tonnen. Oder Behälter für irgendwas. Aber wo treibt er sich rum? Der Slenderman. Ich habe irgendwie Angst, dass er gleich hinter uns ist. Da ist der Zaun. Das heißt, wir kommen nicht weiter. Abgesehen davon, dass wir hier 8 Seiten finden sollen, die verdammt gut versteckt sind. Ja, und übrigens nochmal so zu dem neuen Format. Let's Test. Es wird wahrscheinlich oft nur eine Folge geben. Wie auch heute. Wenn jemand sich eine Fortsetzung wünscht, werde ich das vielleicht irgendwann mal machen. Aber heute gibt es erstmal bloß eine Folge. Ah! Ach du Scheiße! Boah! Verdammte Axt! Scheiße, ich bin gerade übelst erschrocken. Oh Scheiße, wir sind gleich tot. Oh verdammt, nochmal ganz in Ruhe. Scheiße. Fuck. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh Mann, warum habe ich das mal ausgewählt? Ich habe so Schiss jetzt. Oh Mann. Boah, ehrlich, so eine Scheiße.
Scheiße. Scheiße. Scheiße. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Verdammt, Axt, verdammt, Axt, ich sehe dich. Scheiße. Ah. Oh, verdammt. Pages 1 von 8. Click to continue. Scheiße. Tja, Leute, und das war unser erstes Ergebnis. Eine Seite von 8. Scheiße, ich hätte eigentlich wegrennen können. Verdammt. Aber wisst ihr was? Für so nochmal ein neues Spiel anfangen, ist es die Zeit zu spät. Weil ich will immer so 10, 15 oder 20 Minuten machen. Und wir haben schon knapp 11 Minuten oder sogar schon 11 Minuten. Ich gehe einfach mal auf Slenderman YouTube Series. Das könnte man sich alles mal angucken. Aber auf gar keinen Fall hier im Let's-Test. Ich würde sagen, das war zwar ein kleines, kurzes Let's-Test-Horror. Wenn sich jemand mal ein Spiel wünscht, was ich mal antesten soll, was vielleicht nicht so ganz so gut für ein Let's Play geeignet ist, dann schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare. Oder ihr wisst ja, wie es geht. Ihr werdet schon einen Weg finden, mich anzuschreiben. Auf jeden Fall wünsche ich noch einen schönen Tag. Und wenn ihr jetzt nach Hause geht, geht auf jeden Fall durch den Wald. Und ich möchte euch raten, habt das Video nicht abends angeschaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und hier verabschiede ich euer Slenderman. Ciao, bis zur nächsten Let's Play oder Let's Test Folge. Ciao.